Diejenigen, die die Plätze 5 bis 8 ausmachen, ist außergewöhnlich. Die Anstrengung international, also allenthalben groß. Und nun die letzte ihrer Riege, Borjana Stojanova. Sie war ja vor vielen Jahren, genauer gesagt 1983, Weltmeisterin im Pferdsprung. Das bedeutet, dass sie eigentlich eine gute Bodenturnerin auch sein müsste. Aber hier ist ja gleich ein Fehler unterlaufen. Der bulgarischen Mannschaft wird dies aber nicht mehr schaden. Es bedeutet, dass sie den 5. Platz bereits sicher haben. Eine weitere Diagonale, Temposalto und direkt Doppelsalto, nochmal Flickflack und Salto hinterher und praktisch alles auf der Stelle. Das begeistert natürlich auch das Publikum hier in der Halle. So, die Musik wird schneller und die Schlussbahn beginnt. Radwende, Flickflack, Doppelsalto gehockt noch einmal, diesmal genau in den Stand. Mit einem kleinen Ausfallschritt, wie er bei den Frauen üblich ist. Und damit hat Borjana Stojanova die 10. der vergangenen Weltmeisterschaft in Rotterdam ihren Kürkampf für die Mannschaft beendet. Das noch einmal der Tsukahara, bei dem sie hat aufstützen müssen. Und hier muss man sich mal überlegen, innerhalb von einem Meter turnt sie Flickflack-Salto, Rückwärts-Salto, vorwärts. Wir warten nach wie vor auf die Note. Es dauert wieder ein bisschen. Ich hoffe nicht allzu lang, denn Norbert König wartet natürlich schon mit einer Florett-Lektion auf sie. Es ist immerhin das Finale und es geht um das höchste Edelmetall hier und es gibt ein 9,425 für Borjana Stojanova. Norbert König, bitte.